Tag und willkommen zum neuen Video. Ja, beim letzten Video ging es ja schon um die 2080 Superkarten bzw. die Custom-Karten. Um genau zu sein, drei Stück davon. Einmal Asus, Gainward und Gigabyte. Und wir haben ja gesagt, wir haben insgesamt sieben Stück da. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal die anderen drei an. Das ist einmal von MSI, die GamingX Trio. Das heißt GamingX Trio mit drei Lüftern. Das haben ja die größeren Karten alle. Die Palette White GameRock Premium. Das ist eine Special Edition, die wahrscheinlich auch limitiert sein wird. Meiner Meinung nach optisch wirklich sehr schön. Und die 2080 Super Amp Extreme. Ja, alle drei Karten sind wieder in einem Triple-Slot-Design bzw. 2,5-Slot-Design. Bei MSI und bei Zotac haben wir drei Lüfter, wobei bei MSI einer etwas kleiner ist mit 90 mm statt 100 mm bei den anderen. Bei Palit sind es nur zwei, dafür aber trotzdem ein wirklich massiver Kühler. Der Kühler an sich bei der GameRock ähnelt aber sehr dem der Phantom, also der Kühleraufbau. Lediglich die Lüfter sind ja anders. Das heißt, wir haben ja auch die Baseplate, die mit dem Kühler verbunden ist, genauso wie bei MSI. Da haben wir allerdings zusätzlich noch eine einzelne Baseplate, die dann nicht verbunden ist, vom Speicher. Bei Zotac ist die PCB-Kühlung ein bisschen anders gelöst. Hier haben wir nur eine normale Baseplate, die quasi nicht in den Kühler selbst integriert ist. Alle drei Karten bieten natürlich RGB-Beleuchtung, wie man es bereits kennt, haben 2x8 Pol Strombuchsen, das heißt bis zu 375 Watt können die Karten aufnehmen, wobei wir hier mit der Zotac das höchste Power Limit haben mit insgesamt 308 Watt maximal einstellbar. Die beiden Karten haben ein standardmäßiges Power Limit von 250 Watt und die Zotac ist standardmäßig schon bei 280 Watt, was schon in ein bisschen besseren Taktraten resultieren sollte in Spielen, die Power limitiert sind. Das ist schon mal ein positiver Punkt, der für die Zotac-Karte spricht. Bei den Display-Ausgängen sind wir ebenfalls identisch, wobei Zotac hier auf den USB-C-Anschluss bzw. Virtual Link-Anschluss verzichtet. Warum, kann ich jetzt nicht genau sagen, allerdings wird es vermutlich deswegen sein, weil kaum VR-Headsets Virtual Link unterstützen und somit dieses Feature nicht ganz sinnvoll ist. Wenn das für jemanden ein K.O.-Kriterium sein könnte, dann ja, gut, kann man ja zu einer anderen greifen, denn alle anderen Karten bieten diesen Anschluss ebenfalls. Kann natürlich auch sein, dass da mal eine spätere Version rauskommt, die dann USB-C-Anschluss hat. Ja, hundertprozentig wissen tun wir das aber nicht. Zusätzlich zum normalen Kühler haben wir bei allen drei Karten noch eine Backplate. Das ist in dem Preisbereich eigentlich selbstverständlich schon fast. Wobei die ganz günstigen Karten, wie zum Beispiel eine Asus Turbo, dann keine hat. Aber hier sind diese noch vorhanden. Das macht die Optik natürlich ein bisschen besser. Vor allem bei der weißen Karte passt es ganz gut. Weil es gibt ja Special Edition auch mit weißem PCB. Ist zwar hier nicht der Fall, aber dafür haben wir wenigstens eine weiße Backplate. Und dann sieht das Ganze auch schon ganz gut aus und passt auf jeden Fall in ein weiß-schwarzes System super rein oder auch in ein komplett weißes System, je nachdem, was ihr eben daheim habt. Ja, wir vergleichen die Karten jetzt mal zur Founders Edition und das Ganze nochmal im Taktverlauf in einem Spiel. Viel Spaß bei den Messungen.
Ja, wir konnten sehen, dass die Karten relativ identisch performen. Allerdings muss man sagen, dass die Referenzkarte natürlich etwas schlechter war. Das kennt man ja so. Und eine der Karten ließ sich beim Speicher nicht ganz hoch übertakten. Wir haben bei MC Afterburner immer 1500 MHz eingestellt. Das ist das Maximum, was ihr über Afterburner einstellen könnt. Und eine Karte hat das nicht zugelassen. In der Theorie wären bei vielen Karten auch noch mehr möglich. Wir wollten es aber nicht so ausreizen, denn zu hohe Speichertaktgraden bzw. GDDR6-Speicher, kennen wir das ja, dass der relativ warm wird, kann dann auch über die Dauer dem Speicher eventuell schädigen. Und das wollen wir natürlich nicht riskieren, beziehungsweise wollten wir euch eben realistische Ergebnisse liefern, die ihr vielleicht daheim auch erzielen könnt. Natürlich ist Overclocking auch immer eine Glückssache. Das heißt, ihr könnt eine Karte kaufen, die schafft 50 MHz, und ihr könnt eine Karte kaufen, die schafft 2100 MHz. Also da ist immer so ein bisschen der Glücksfall. Von daher würde ich das jetzt nicht ganz so ernst nehmen und den Kauf nicht allein auf die Overclocking-Ergebnisse beschränken. An sich kann man bei allen drei Karten sagen, sie sind relativ leise gewesen. Bei der Zotac haben wir festgestellt, dass die Karte ziemlich heiß geworden ist, also 80 Grad mit Standardlüfterkurve. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Man kennt bei den Zotac-Karten, dass die Lüfterkurve eher etwas aggressiver eingestellt ist und die Karte eher bei unter 70 Grad hält. Hier ist es jetzt mal anders gewesen. Gut, der Kühler muss zwar auch 30 Watt mehr wegkühlen, ist allerdings trotzdem bei 80 Grad schon ein bisschen kritisch. Vor allem, wenn man das Ganze dann noch in dem Gehäuse betreibt, kann das schon schwierig werden. Wenn man das Ganze noch übertaktet, dann haben wir ja gesehen, wenn wir es Paul mit angehoben haben, dann sind wir bei 84 Grad gelandet und das ist dann schon nicht mehr so angenehm. Und da, wenn man dann die Lüfterkurve noch ein bisschen aggressiver einstellt, wird das auch relativ laut. In einem geschlossenen Gehäuse vielleicht nicht so dramatisch, aber wir haben es jetzt schon deutlich gehört und das ist eher nicht so gut. Natürlich kann es sein, dass Neuauftragen der Wärmeleitpaste da hilft. Allerdings testen wir die Karten im Auslieferungszustand und deswegen machen wir sowas natürlich nicht. Aber an sich funktionieren alle Karten gut und sind auch dabei recht leise und auch vor allem deutlich leiser als die Founders Edition. Das ist aber, denke ich mal, bei der Kühlergröße selbstverständlich. Ja, ich hoffe, ihr konntet trotz der fehlenden Relevanz von der 2080 Super ein bisschen was mitnehmen aus dem Video. Die Custom Designs gibt es ja auch auf den kleineren Karten, das heißt 2070 Super, da kriegt ihr ja auch schon so einen Riesenkühler, oder 2060 Super kriegt ihr ja sogar auch schon mit als Jetstream mit dem gleichen Kühler. Das heißt, da könnt ihr euch so ein bisschen dran orientieren, welcher Kühler ist denn jetzt am besten, und ihr könnt das quasi auf die kleineren Karten ebenfalls übertragen, beziehungsweise auch andersrum auf die größeren Karten. Denn hier habt ihr eine 250 Watt TDP, genauso wie bei der 2080 Ti. Das heißt, die Kühler hier performen auf einer 2080 Super identisch zur 2080 Ti. Außer die Hersteller haben da noch irgendwas getweakt, was ich aber bezweifle, in Anbetracht, dass die Kühler alle gleich aussehen. Wir haben es ja auch schon gesehen, 2080 von 2080 Super bei der MSI, die Kühler waren komplett identisch und es hat sich lediglich der Chip drauf geändert. Von daher, ja, würde ich sagen, kann man das auch auf andere Karten so übertragen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Rock Premium. Was ist eine Special Edition? Sprachen lernen. Bubble.